Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video aus der Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir haben im letzten Video ja bereits die Bernoulli- und die Binomialverteilung kennengelernt als zwei ganz wichtige diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Dabei war das Bernoulli-Experiment oder die Bernoulli-Verteilung beschreibt eigentlich halt ein Zufallsexperiment, wo ich genau zwei Ausgänge habe, also 0 oder 1 oder Erfolg oder Nichterfolg. Und dabei soll der Erfolg mit der Wahrscheinlichkeit p auftreten und der Misserfolg eben mit der Wahrscheinlichkeit 1 minus p. Und die Binomialverteilung beschreibt dann ein Zufallsexperiment, wo ich halt n unabhängige Bernoulli-Experimente ausführe und mich nur noch dafür interessiere, wie oft ich einen Erfolg erzielen konnte. Und heute möchte ich über die Poisson-Verteilung reden, die halt so eine Art Grenzwertfall oder eine Art Grenzverteilung von dieser Binomialverteilung repräsentiert, nämlich dann, wenn ich halt die Anzahl der Versuche, die ich mache, ins Unendliche treibe, aber die Erfolgswahrscheinlichkeit nur sehr gering ist. Dazu müssen wir uns nochmal die Binomialverteilung überlegen. Wir hatten gesagt, dass so eine Zufallsvariable x binomial verteilt sein soll mit Parametern n und p, wenn die Massenfunktion dieser Gleichung hier folgt. Also hier steht sozusagen die Wahrscheinlichkeit dafür, k Erfolge zu erzielen. P hoch k ist die Wahrscheinlichkeit dafür, k Erfolge zu erzielen. Und 1 minus p hoch n minus k ist eben die Wahrscheinlichkeit dafür, n minus k Misserfolge zu erzielen. Und dieser Binomialkoeffizient n über k, der gibt uns im Grunde noch an, wie viele Möglichkeiten wir jetzt haben, diese Erfolge und Misserfolge auf die einzelnen Bernoulli-Experimente zu verteilen. Und wir hatten uns auch schon überlegt, dass der Erwartungswert von dieser Zufallsvariable jetzt gegeben ist als n mal p. Das hatten wir aus der Linearität des Erwartungswertes gefordert. Und wir haben also nicht jetzt hier explizit diese Massenfunktion mit k multipliziert und dann über alle Werte von k aufsummiert, das wäre relativ aufwendig geworden, sondern wir haben das eben halt aus den Eigenschaften der Linearität des Erwartungswertes geschlussfolgert, dass das so sein muss. Und jetzt möchten wir uns halt damit beschäftigen, was eben passiert, wenn ich diese Zahl der Versuche, dieses n hier, immer weiter erhöhe und dabei aber die Erfolgswahrscheinlichkeit immer kleiner wird. Und zwar so, dass der Erwartungswert, also das Produkt aus n und p, konstant bleibt, also dass das hier so ein konstantes Lambda ist. Das heißt also, mit jedem Mal, wo ich das n verdopple, würde ich das p halbieren, dann ist das Produkt immer dasselbe. Man könnte sich das zum Beispiel so vorstellen, dass ich als Experiment habe ich zum Beispiel so einen Tag, den ich halt beobachte. Und zwar beobachte ich da einen Vulkan und ich frage mich, oder ich interessiere mich dafür, ob dieser Vulkan ausbricht. Dann habe auf diesen Tag gerechnet, dieser Vulkan eine gewisse Wahrscheinlichkeit halt auszubrechen. Und entspricht halt nicht so ganz dem, wie dieser Vulkan halt so funktioniert oder wie dieses Ausbrechen des Vulkans halt funktioniert. Weil es könnte ja durchaus auch sein, dass der Vulkan kann ja zu jedem beliebigen Zeitpunkt über den Tag ausbrechen. Das heißt, es wäre eigentlich viel genauer, wenn ich den Tag jetzt noch unterteile in zum Beispiel 24 Stunden und die Wahrscheinlichkeit dafür entsprechend kleiner mache, dass der Vulkan innerhalb einer dieser Stunden ausbricht. Oder es wäre sogar noch viel besser, wenn ich den Tag zum Beispiel unterteilen würde in 360 verschiedene Minuten und dann die Wahrscheinlichkeit dafür angebe, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass der Vulkan pro Minute ausbricht. Oder im Grenzfall eben, wenn ich sozusagen diesen Tag in unendlich viele Zeitabschnitte unterteile und die Wahrscheinlichkeit für jeden einzelnen Zeitabschnitt, dass da etwas passiert, eben halt minimal klein wird. Das ist so die Idee, die ich habe, oder das Gedankenexperiment, das ich eben habe, wenn ich diese Binomialverteilung in diesen Grenzwert treibe. Und dann entsteht ein neues Zufallsexperiment oder eine neue Zufallsvariable, und die nennt man eben Poisson verteilt mit Parameter Lambda. Und wir schreiben dazu eben halt auch, dass x eben halt Poisson verteilt ist mit diesem Parameter Lambda. Und wir wissen schon, dass der Erwartungswert davon Lambda ist, weil wir haben ja gesagt, dass dieses n mal p gleich Lambda sein soll, das soll ja konstant sein. Und wir können uns auch relativ leicht überlegen, dass die Varianz davon ebenfalls Lambda sein muss. Wenn wir uns nämlich nochmal die Varianz der Binomialverteilung überlegen, die war n mal p mal 1 minus p. N mal p war Lambda, das steht hier schon.
Und dieser zusätzliche Faktor 1 minus p, da ist es so, wenn p gegen 0 läuft, dann läuft natürlich 1 minus p gegen 1, den kann ich dann vernachlässigen. Und damit lande ich dann eben bei der Varianz ebenfalls Lambda. Und die Massenfunktion, für die kann ich jetzt herleiten, dass die Massenfunktion so aussieht. Also man kann nachweisen, dass die Massenfunktion der Binomialverteilung gegen diese Massenfunktion konvergiert in diesem Grenzfall. Und da habe ich jetzt einfach dieses Lambda hier stehen, welches ich halt hoch k rechne. K ist ja jetzt die Anzahl der Erfolge. Also ich rechne einfach Lambda hoch k geteilt durch k-Fakultät. Und das Ganze wird dann noch hier mit dieser Exponentialfunktion an der Stelle minus Lambda normiert. Also dieser konstante Faktor hier hinten, der hängt ja nicht von k ab, der ist also konstant, der sorgt nur dafür, dass sich diese Massenfunktion hier zu 1 aufsummiert. Und jetzt kann man sich relativ leicht überlegen, was passiert, wenn ich halt dieses k und ich immer noch ein weiteres k hinzunehme, also noch das k um 1 erhöhe, dann taucht hier oben im Zähler, taucht halt ein weiteres Lambda als Faktor auf. Und hier unten im Nenner wird halt ein, dass das nächst höhere k dran multipliziert. Hier habe ich ja die Fakultät. Also hier steht dann sozusagen 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 bis k. Und wenn ich das k eben um 1 erhöhe, dann kommt als Faktor noch k plus 1 hinzu, während hier oben immer ein konstantes Lambda hinzukommt. Solange das k also kleiner ist als Lambda, wird dieser Term hier immer größer werden. Die einzelnen Wahrscheinlichkeiten werden also immer größer werden. Und sobald das k größer ist als Lambda, kommt hier oben im Zähler nur noch Lambda hinzu, während hier unten eben ein größerer Divisor dazu kommt, sodass die Wahrscheinlichkeiten wieder kleiner werden. Und wenn das k gegen unendlich läuft, dann laufen diese Wahrscheinlichkeiten hier laufen dann eben halt auch gegen 0. Das kann man sich relativ leicht elementar schon überlegen. Auch die Poisson-Verteilung ist reproduktiv, weil die ja im Grunde eine Binomialverteilung repräsentiert. Und von der hatten wir uns ja bereits überlegt, dass sie reproduktiv ist. Das bedeutet, wenn also x Poisson verteilt ist mit dem Parameter Lambda 1 und y ist Poisson verteilt mit dem Parameter Lambda 2, dann ist auch die Zufallsvariable z, die ich definiere als Summe von x und y Poisson verteilt, mit dem Parameter Lambda 1 plus Lambda 2. Also dann gilt sozusagen dieser Zusammenhang hier. Machen wir noch ein Beispiel dazu. Betrachten wir mal so eine Telefonzentrale und wir wissen jetzt halt, dass da durchschnittlich 4 Anrufe pro Minute eingehen. Und wir fragen uns jetzt eben dafür, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass in einer Minute 4 oder weniger Anrufe eingehen. Und dann können wir x eben halt modellieren als Poisson verteilte Zufallsvariable. X ist also die Anzahl der eingehenden Anrufe pro Minute. X ist Poisson verteilt mit dem Parameter Lambda gleich 4. Und für die gesuchte Wahrscheinlichkeit gilt jetzt, dass die Wahrscheinlichkeit dafür ist, x kleiner gleich 4 ist, ist eben die Summe der Massenfunktion an der Stelle 0, 1, 2, 3 und 4. Und das ist, wenn man sich überlegt, dass ich diesen konstanten Vorfaktor hier noch ausklammern kann, eben 4 hoch 0 durch 0 Fakultät plus 4 hoch 1 durch 1 Fakultät plus 4 hoch 2 durch 2 Fakultät plus 4 hoch 3 durch 3 Fakultät plus 4 hoch 4 durch 4 Fakultät. Und wenn ich die jetzt alles einfach ausrechne, dann kommt als Wahrscheinlichkeit hier etwa 63% raus. Und das ist also die Wahrscheinlichkeit dafür, 4 oder weniger Anrufe pro Minute zu erhalten, wenn ich durchschnittlich von 4 Anrufen pro Minute ausgehen kann. Noch ein anderes Beispiel. Wir stellen uns mal vor, wir haben so ein Insekt und wir wissen, dass dieses Insekt 1000 Eier legt. Und von diesen 1000 Eiern schlüpft jedes Ei mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,001. Und wir interessieren uns jetzt für die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mindestens 2 Eier ausschlüpfen. Dass also jedes Insekt mindestens 2 Nachkommen zeugt und deswegen die Population größer wird, auf lange Sicht gesehen. Und das ist jetzt eigentlich eine binomial verteilte Zufallsvariable mit dieser Erfolgswahrscheinlichkeit 0,001 und eben n der Anzahl Wiederholungen 1000. Das heißt, x ist eigentlich, wenn x jetzt die Anzahl der ausgeschlüpften Eier zählt, ist eigentlich binomial verteilt mit den Parametern n gleich 1000 und p gleich 0,001. Und dann gilt eben, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x größer gleich 2 ist, ist eben 1 minus die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x kleiner gleich 1 ist. Das ist ja das Gegenereignis. Und das wiederum ist 1 minus die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x genau 1 ist, minus die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x genau 0 ist.
und das kann ich in die Binomialverteilung eben einsetzen in die Massenfunktion und bekomme dann eben halt raus, dass die Wahrscheinlichkeit 0,2642 ist. Das ist ein bisschen blöd, mathematisch ein bisschen schwierig, weil hier ja n gleich 1000 ist und dann in den Binomialkoeffizienten eben die 1000 als Fakultät auftaucht. Das ist ein bisschen, das ist sehr viel. Also 1000 Fakultät ist halt das Produkt aller natürlichen Zahlen von 1 bis 1000. Das ist schon ordentlich viel. Da muss man schon geschickt rechnen, um den überhaupt noch ausrechnen zu können. Aber gut, die Wahrscheinlichkeit ist eben 0,2642. Ich kann x jetzt aber auch durch eine Poisson-Verteilung approximieren. Das ist im Grunde ja genau das, was wir uns gerade überlegt haben, nämlich was passiert, wenn ich dieses n sehr groß mache und 1000 ist ja schon relativ groß und das p entsprechend klein wird, dann ist mein Parameter lambda, das war das Produkt der beiden, ist also hier 1. Das heißt, ich kann x also auch approximieren durch eine Poisson-Verteilung mit dem Parameter 1 und dann gilt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x größer gleich 2 ist, ist wieder 1 minus die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x genau 1 ist und genau 0 ist und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x genau 1 ist. Und auch das ist eben, wenn ich das ausrechne, 0,2642. Also habe ich hier die Wahrscheinlichkeit sehr genau getroffen. Und diese als Faustregel kann man sich eben merken, dass diese Approximation eigentlich immer dann relativ gute Wahrscheinlichkeiten liefert, wenn das n, also die Anzahl Versuche, mindestens 50 ist und die Erfolgswahrscheinlichkeit kleiner ist als 5%. Dann ist es halt oft einfacher, mit der Poisson-Verteilung als Approximation zu arbeiten, als die Binomialverteilung zu nehmen, weil ich dann eben im Binomialkoeffizienten diese großen Fakultäten vermeiden kann. Und damit kann ich halt eleganter rechnen. Gut, das war's auch schon wieder. Wir haben die Poisson-Verteilung kennengelernt als einen Grenzfall der Binomialverteilung, der immer dann auftritt, wenn ich halt sehr, sehr viele Versuche habe mit sehr niedriger Erfolgswahrscheinlichkeit. Wir haben uns überlegt, dass auch die natürlich reproduktiv sein muss. Wir haben die Massenfunktion davon kennengelernt als Grenzfall der Massenfunktion der Binomialverteilung. Und wir haben zwei Beispiele durchgerechnet. Und wir haben gerade auch nochmal darüber gesprochen, wann diese Approximation über die Poisson-Verteilung eigentlich hinreichend genau ist. Im nächsten Video möchte ich jetzt noch weitere Verteilungen durchsprechen, unter anderem die geometrische Verteilung als eine sogenannte gedächtnislose Verteilung. Das ist eine sehr interessante Eigenschaft, die uns auch für viele Zufallsexperimente weiterhelfen wird. Über Kommentare, Fragen oder Anregungen würde ich mich wie immer sehr freuen, wenn ihr da einfach unter dem Video was postet oder mich anschreibt. Ansonsten würde ich mich auch sehr über ein Like freuen und dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!